komm, mit 3 Meter müsst ihr gehen. Weil nicht, dass es dir dann beim Fuhren und die Knie stellt. Gerade noch hinten. Nun, muss halt machen. Lieber lass den Arm draußen. Das ist viel schwerer immer noch vorne. Ja, normalerweise so. Du musst halt probieren, wenn es geht. Ein Ladeschluss. Du musst halt sicher aufarbeiten. Ja. Ah, da muss man aber jetzt nicht mit raus tun. Mach's gleich. Wieder gleich. Ja, oder? Was? Was war was denn? So lange unten bleibt. Ich habe jetzt bloß den Handbremshebel gezogen, weil die Kurbelbremse, die schützt man ja eh vor. Eingefährt und abgeölt, habe ich ja noch nicht mal. Ja, bis zumindest anderthalb Jahre. So, damit wäre er dann eigentlich voll beladen. Rohrachs. Ja. Ja, also wenn ich nochmal mal annehme, die 1,8 Tonnen auf Rohrachs. Jetzt aber blöd abzusetzen. Ne? Das war 6 Liter lang. Wie lang hast du 6 Liter? Hier ist das egal. Aber lang das. Wie kommen wir es an hier? Ja, eigentlich hätte ich gesagt, mit unten da, wo die anderen sind, aber du wolltest ja auch die Mittelregale. Ja. Ist auch nicht, kleiner Stempel, wo noch nicht geschillt sind. Wenn die deiner Viecher rein ist, machen die die Nacken. Ah, nicht, weil es da hat es jetzt schon. Ne? Ja, das kann man schon machen, aber das Problem ist wahrscheinlich eher, dass wenn ich rein tue. Wenn es halt wieder saunass war, kannst du es auch richtig regeln. Aber können wir theoretisch noch? Du mit dir? Bei dir reifen oder normalerweise knapp bis zu 4,5 Tüten drauf. Ich sag mal so, bin ich mal Daumen. 3,5 Tüten ist ja beim Auto. Ich hab es auch mal nicht nach. Rein. Du musst da ein wenig rein, weil du liegst oben auf den Stützen. Ja! Was schattelt? Ja, jetzt noch einen Gorm drauf. Weil für die Reifen schaut es gut aus. Ich weiß bloß nicht, was dein Bulldog macht. Wenn die Bremse gibt, ist es was. Ich sage jetzt sind knapp 5,5 drauf. Die Reifen können aus ab. Also ich sage, wir sind jetzt ungefähr bei 2,8. Also auf die Stapelgabeln. Gibt der Adonnerballetten mit Stahl nicht. Hier hakt
bist jetzt noch weiter vorne draußen. Und ist schon die Grenze. Also hast du nicht viel. Und auch die Reifen sehe ich noch gar nichts. Minimal. Ja, was darf man sagen? 1250 pro Reifen. Ja, weg damit. Außerdem, dein Pulsloch ist das Problem. Der Hänger. Ich muss ja nicht in Flassenburgberg laufen. Ich mit Einzelradbremsen nach vorne. Ja, nunterwärts musst du halt ein wenig anziehen, die Kurbelbremse. Also vorhin ist eigentlich schön gegangen. Da bremst du richtig schön, der Hänger. Du hast gar nichts gemerkt. Ja, doch. Ja, im Normalfall schon, aber der gehört ein wenig nachgestellt, weil mir Licht, wenn die so auflicht, ist scheiße. Weil die soll halt normalerweise auch so stehen. Also wenn die Rum auch wegbrechen, bin ich lieber auf Seiten. Die halten. Das ist massiv. Da geht was. Du kannst ja dann das Bild da machen und kannst ja wieder eine Runde durch. Wieso? Lass doch drauf. Ich meine, früher, ich sag, mit denen sind wir da ungefähr bei 4,5. Ja, 1250 pro Reifen. 5 Tonnen darf er theoretisch drauf da, bevor die Reifen nachgehen. Das ist die Maximalbelastung. Den Starken nach vorne, so. Vorne kippen. Gut. Ja, naja, der hätte eigentlich nur ein weiter rüber gemüsst. Ne? Wie noch vorne? Ja, weil du liegst jetzt eigentlich hinter die Runger. Und hinten startet der schon ziemlich weit aus. Weil ich hätte noch ein ganz wieder lang. Los, liegen. Gut. Ja, jetzt mal die Runger. Passt. Jetzt ist gut. Du fährst jetzt durchs Dampflach. Ja, da stehe ich in der Mitte am Seimarkt und direkt auf mir weiter. Ja. Ups. Ich komm nicht auf. War das nicht? Ich schätze, der wird gleich durchdrehen. Oh. Oh. Also ich vertraue da nicht, ne? Die Bremse geht. Quatsch, die Bremse geht, ja, ja. Der Rauf ist nicht klar. Ja, ja. Ich hab jetzt gesagt, die soll den Luftdruck umhocken. Ja, und wie? Solange es nicht bricht, so wie beim Mannen. Es bremst, hallo. Ja, beim Mannen ist er schon gebrochen. Ja Leute, und damit erst einmal Servus und Hallo zu dem Vlog. Ja, es gibt einmal ein wenig Material, ohne dass ich schon das Waffen angefangen habe. Ja, ich habe am Freitag? War das Freitag? Ne, was ich nehme. Nein, Samstag. Genau, ich bin schon total außer der Spur, keine Ahnung mehr, welche Wochenluft das wir eigentlich haben. Bestimmt die Uhrenumstellung schuld. Stöpseln wir den Zaun gleich noch ein. Ja, ich stehe gerade in meinem Stall. Wasserkübel auffüllen, dass wieder genug da ist. Die zwei da, die waren noch ziemlich voll. Da war noch was, nach dem war komplett leer. Ja, ich gerade bei. Ja, muss immer stehen geblieben. Ich habe am Freitag unten im Schweinegehege ein wenig umgebaut. Also, ja, ist lange noch nicht fertig.
Träger ein wenig umgeschaufelt, da haben wir wieder ein wenig einen vernünftigen Hang geschaffen und ein wenig das Matschzeug weggeschaufelt gehabt. Da habe ich aber nichts gefilmt, weil das war ja der alte ausgeklapperte Bagger, aber es hat funktioniert. Ich habe es geschafft. Ja, Samstag, also gestern, habe ich dann mit dem Krame geackert gehabt. Das ist mein Apfelbeet dann. Das andere, das ist ja schon alles fertig. Das ist ja jetzt, ja, Was, Gaschen und Habe. Adelio ist dann tauscht. Und unten drunter, das ist jetzt das Apfelbeet. Da soll dann auch Mais und Rüben noch. Eventuell mache ich auch gut Zwiebeln mit rein. Ja, mal schauen. Irgend sowas vielleicht in die Richtung. Langsam saufen. Madler, Madler. Doch keinen rechten Dorsch. Was ist los? Naja. Ja, sollen mich so die Äpfel noch auf jeden Fall. Ich hoffe, die war jetzt demnächst dann am kriegen. Und ich habe es dann noch mit der Aden noch bearbeitet. Das habe ich leider nicht mehr gefilmt. Ich habe die Kamera dann, beziehungsweise die Drohne schon aufgestellt. Wollte ich eigentlich auch. Und ja, mit der Aden dann runtergefahren und irgendwie nicht mehr dran gedacht. Und ich fertig wurde, denke ich so, da war ja was. Naja, passiert. Dann ist unter anderem, habt ihr ja im Video gesehen, ein Aang aufgearbeitet worden. Das sind 3 Meter drüber. Das war, wie sich erinnern kann, ich glaube, ich habe es erwähnt in einem Video, der Windbruch oder vor dem Sturm. Dann ist ja da oben die Aang runtergefallen, sichtbar, wo jetzt da so ausgelichtet ist und wo da die Äste gebrochen sind. Die war ja da in der Zaun eingelegt. Dann haben wir gestern meine Leute aufgearbeitet, auch den ganzen Reisighaufen, den wir da war, den wir zusammengetragen haben, der ist ab durch den Häcksler. Und ja, den Stamm haben wir erst einmal auf den Wagen drauf, auf den Rungerwagen, den wir geholt haben. Der ist jetzt fertig. Und haben dann beim Container unten zwischengeparkt. Müssen wir erst einmal schauen, wo wir die Stämme noch haben, weil die sind relativ groß, relativ schwer. So 3 Meter lang. Aber halt auch relativ schwer. Ach so, wenn wir jetzt gerade da sind. Ich bin im letzten Video gefragt worden, ob meiner Viecher das Heu oder fressen. Das ist das Kamilleheu. Es sind ein Haufen Stängel dabei. Es erinnert mehr an Stroh, wie was anderes. Das war zah, ja. Aber die mögen es. Schmeckt ihnen. Ist auch rechts rauf, oder? Ich habe aktuell Diaballen. Wobei das da. Nein, das ist auch eine. Ja. Da ist normales Heu, der gehe ich ja im Vergleich. Und das ist halt das Kamilleheu. Ja, es sind recht großer Stängel dabei. Mir wurscht, was da andere jetzt so. Ja, das kommen doch die Viecher nicht füttern, da ist ja gar kein Blattmaterial dabei. Ja, und Kamille ist halt nicht viel Blattmaterial drauf. So. Genau. Ja, auf jeden Fall die Stämme, die haben wir schon mal zwischengebeigt. Ich muss mal das Wasser ausdrehen, sonst. Ja, das überläuft. Klingt aber schon fast so. Oh ja. Ist soweit. Außenwasser holen. Frostsicher. So. Haben wir das auch. Mist für den Container. Silo für die Schweine. Die sind noch am Mampfen. Die Kühe sind noch mal satt. Die Gasen auch. Die Emma und der Gan, die müssen noch mampfen. Jo. Die Stämmstänger jetzt aktuell da unten. Wie gesagt, auf dem Rungerwagen. Weil ich immer wieder gefragt bin, am MB-Trag. Wo steht der denn? Wie lang steht der denn da schon? Meint ihr, da ist irgendwas passiert? Darum ist die Frage auch beantwortet. Genau. Ja, Update-Container wollten dann ein paar Leute. Das können wir auch gleich einmal machen, wenn wir reinschauen. Gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu zeigen. Also der Allgäuer, der war ja zerlegt, der ist ja schon lange wieder fertig. Den habt ihr jetzt gestern im Video gesehen. Der rennt ja wieder, das an sich, was da nicht geht. Das ist das Ankurbeln, der muss der Motor erst einmal wieder sauber einlaufen. Im Moment funktioniert es nicht. Den Trichter da, den kennt ihr vielleicht auch. Gehört zu unten ein Häcksler. Das ist nämlich im Moment die nächste Baustelle.
Ja, schaut ja recht klar aus. Das ist die Gegenschneide stumpf. Der schneidet auch nicht mehr sauber ab. Die Messer sind jetzt ausgebaut, oder? Die hat mal vorher rausgemacht. Können auch geschärft. Und da können auch die Zehen wegen nachgeschärft, weil die Stämme die rutschen jetzt bloß noch, die Backen nicht mehr gescheit. Noch ein Projekt, was da unten liegt. Ihr wisst ja, wir haben eine Kreiselarten damals gekauft und die war ja jetzt im letzten Video, war das glaube ich auch im Einsatz. Und ja, so schaut es jetzt aktuell aus. Es war mal eine Kreiselarten. Wo in aller Teile zerlegt. Ja, da waren ziemlich ein Loch halt oder neu. Die wurden alle ausgeklappt und kaputt. Das Gehäuse oder war gebrochen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Keine Ahnung, da ist eigentlich immer geschweißt worden, das ist aber hergerichtet worden. Dass wieder dicht ist. So sieht man es auch. Da wurde die Ecken hinten weggebrochen. Ja, die wird auf jeden Fall auch wieder fit gemacht. Auf das aber lange, lange Zeit bei uns was arbeiten kann. Da sind die ganzen Kreisel dazu. In dem Zuge, wenn es eine Efeuanlage gebaut ist und schon gerichtet wird, kriegt es auch ein neuer Lack. War einmal neu lackiert, also die wieder rot und die Baggerwalzen hinten wieder gelb. Die Hitsch wird allerdings da nicht blau, sondern die wird auch rot. Dann schaut das Ding aber vernünftig aus. Also das sind jetzt momentan so die Baustellen, die da noch rumliegen, aktuell. Genau. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nö, jetzt stehe ich so vor, machen wir den Mist noch in den Container. Es ist nämlich schon wieder Viertel 6er. Scheiß Zeitumstellung, draußen ist es noch so schön hell. Jetzt ist es wieder richtig gastig. Da haben wir gar kein Zeitgefühl mehr. Man hat noch eine Wahrsache, man hat ja noch ewig Zeit. Dabei ist es schon fast 6er. Ja, 6er gibt es bei uns Abendessen, das wisst ihr ja. Und ja, jetzt sollten wir vielleicht langsam und sicher mal fertig werden. Ich muss noch nur die Soja und die Hühnchens. Und das machen wir jetzt. So, ich habe die Update zum Mistkanzler. So schaut es der Hühner aktuell aus. Vorhin war der Haufen da, lief weiter vorne. Da waren wir mal. Ich stehe bleiben. Wo machen wir bis dahin? Allerdings war er auch deutlich flacher. Ich habe noch per Hand wieder aufgeschnitten, weil das mache ich eigentlich regelmäßig. Wenn das aber ein Zusammensack, dann lief es gleich wieder mit dem Aufhauer. Erstens haben wir dann ein wenig kompakter. Und zweitens haben wir. Kriegen wir dann auf die Augen meist deutlich mehr rein. Ihr erinnert euch, der Container steht jetzt seit Anfang Januar. Seit Anfang Januar ist der Betrieb. Also wir sind jetzt fast 3 Monate im Dauerbetrieb damit. Und was ihr da seht, das ist der Mist vor aller meiner Viecher. Schweine, Hühner, Kühe. Bei Kühe, wenn ich so mache, ich habe Esel sehr hart. Ziehe ich jetzt so nicht extra aus, weil ihr wisst, wo man Zeit machen soll. Also die Hälfte vom Container ist, ja, ich hatte, ja, wo ich, circa wo ich stehe, könnte man sagen, etwa, ja, das ist circa die Hälfte, also ein gutes Drittel ist ja voll, wobei, wie gesagt, bis morgen ist der Haufen wieder in sich zusammengesackt, dann kommt wieder was rein, dann kommt wieder oben drauf, es geht ganz stückelsweiß vorwärts. Ihr könnt euch an die Aschdarobe erinnern, die ich reingekippt habe. Oder vorne in die Ecken. Und ja, wenn man es jetzt sieht im Vergleich, es ist schon ein bisschen was zusammengekommen, wir haben eine schöne Ladung da. Aber da geht auch noch eine schöne Ladung rein. Also so ist es nicht. Ich sage mal so den Haufen bis daher.
geht's so still. So. Keuchen auf der Höhe ziehen. Und dann geht es natürlich nicht mehr, weil da fällt es irgendwann hinten aus. Für die Ladung, da sind wir jetzt 3 Monate drüber. Jetzt geht der Sommer an. Dann scheißen die Viecher wieder mehr draußen auf der Koppel. Das ziehe ich mit der Atembreit. Dann habe ich im Stall wieder weniger. Ah, die Schweine sind wieder mehr draußen. Also wird es ein bisschen länger dauern. So machen wir dann Viertelten bis halben Jahr irgend sowas in den Dreh, Juni, Juli rum. Weil wir wahrscheinlich mit dem Haufen Wasser. Wenn überhaupt. Und ja, Open End. Wir haben ja noch Platz. Es geht auf jeden Fall noch. Ich habe es ja auch mal gesagt, ich habe im Jahr um die 24 Kubikmeter Mist. Der Container oder der fast 25 Kubikmeter. Ja. Also, wenn man einen ganzen Jahr voll kriegen, ist eigentlich viel. Mehr wäre natürlich schöner, aber wir müssen damit leben, was wir haben. So schaut es da auf jeden Fall aus. Die Mistbrühe, also die Mistlache, die Hufanlage ausläuft, das funktioniert noch. Die war zwar schon ein paar Mal bis daher gestanden. Das ist, wenn es in die Sicken oder vor die Bleche reinläuft. Die schiebe ich immer mit ein wenig Mist wieder vor. Dann schmeiße ich ein wenig so ein trockeneren Mist drauf, saugt dann auf, kommt es wieder mit rein. Der Container gehört hinten eigentlich nur ein kleines Stück an der Höhe. Aber also das hinten ausläuft, machen wir eigentlich keine Sorgen. Vorne läuft es noch fleißig. Hört man auch. Und ja, wie es da ausschaut, die Mistlachen, IBC-Container, wollte ich euch auch mal zeigen, der fühlt sich auf jeden Fall an. Ja, IBC-Container habe ich auch gekauft. Der steht da, so eine mit Kunststoffpaletten. Und man sieht es da. Also es fühlt sich, ich so besteht schon da unten. Das sind jetzt so circa ja, zwischen 150 und 200 Liter. Wo wir da ein Wieslachen drin haben. Allein das, was aus dem Container raussuppt. So schaut die Brühe aus. Ja, wir können jetzt aktuell sagen, es ist wie schwarzes Gold. Weil wenn KAS am Markt recht teuer ist und man kann es sich bald nicht mehr leisten, beziehungsweise ist nicht verfügbar, dann ist man um jeden Tropfen Jauche und Gülle, den man hat, froh, weil den kann man ausbringen. So. Und da, wie ich schon gesagt habe, man hört es tropfen. Blub. Geht munter weiter, immer schön da rein. Arme und durch ausleeren. Wenn ich es nicht vergiss. Und so fühlt sich der Container stückchenweise weiter. Ja, und wie gesagt, das Holz steht da. Schöner Arm. Naja. Wenn wir aufkommen, kann man ein paar Bullen und Bräte draus machen. Und ja, eventuell ein paar Balken, einmal schauen. Kann man alle Revell brauchen. Zum Verschüren ist auf jeden Fall sehr schön, weil da bleibt sowieso genug übrig, was man dann verschüren kann. Aus dem ersten Teil machen wir erst einmal so, Bauholz mehr oder minder. Die Stämme liegen ja auch noch da. Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, so fertig zu schüren. Es sind schon ein paar geschüttelt, aber wie gesagt, fertig bin ich noch nicht. Im Moment ist die Zeit einfach ein bisschen knapp. Ja, was will man machen? Verdahlen können wir uns halt nicht. Ich habe, wie gesagt, Schweinegehege umgebaut. Ich muss ackern. Es muss gesehen werden, gewaltig werden. Die Silo-Ballen müssen noch raus. Ja Leute, hier war ich gesagt, wir sehen uns dann gleich wieder. Es hat sich jetzt so ergeben, es ist doch ein bisschen später, wenn ich bin irgendwie nicht dazu komme. Ja, was ich euch eigentlich zeigen wollte, das war Viehbecherl, das was ich hergerichtet habe. Das steht allerdings jetzt gerade unten an der Maschinenhall. Da kommt noch ein Planer und es sollte demnächst noch ein Treibbrett kommen. Ja. Jetzt waren sich eigentlich auch fragen, was hast du denn vor? Was hast du denn vor? Viehbecherl, was hast du da vor? Eigentlich ja wissen es. Die Schweine sollen zum Metzger. Oder ja, man müsste jetzt eigentlich sagen, jetzt nicht mehr. Heute früh war es soweit. Die zwei Ferkel, der kastrierte Ebe und die dunkle Sau. Die, wo die ganze Zeit noch bei der Oma da hinten waren. Nicht wundern, die hat ein wenig Blauspray drauf, die ist da hängen geblieben. Die war da hinten an die Tanne.
und hat sich geschubbelt gehabt. Ja, das gehört ausgeschnitten. Das gehört definitiv gemacht, aber mein Heckenschneider, da hat leider der Jokehebel gefällt, der ist abgebrochen. Das war ein ungünstig gelegenes Maschinler. Nein, die hat sich dann aufgerissen und damit die Verletzung ein wenig besser heilt und ein wenig geschützt ist, ein wenig Blauspray drauf, also nicht wundern. Ja, die zwei Feigel, die bei der Oma dabei waren, das waren ja ihre. Ihr seht, die sind nicht mehr da. Ihr seht, der Eber steht da. Ja, ich habe die Oma und den Eber jetzt heute zusammengelassen. Sie muss ich natürlich erst noch ein bisschen regenerieren. Ist im Moment aber auch nicht rauschig. Er freut sich bestimmt auch, wenn er nicht allein ist. Und ich habe mir gedacht, sie ist jetzt heute früh um 6 Uhr vor die Feigen getrennt worden. Dann muss er allein da hin. Und ja, Schweine sind normalerweise Rottentiere. Deswegen habe ich entschieden, ich setze die zwei zusammen. Ja, wie gesagt, die sind heute zum Schlachthof gegangen. Das wollte ich euch eigentlich das Wächerl zeigen und wollte euch darüber berichten, dass er jetzt dann demnächst zum Schlachter geht. Es war ja von vornherein festgestanden, dass ich die Schweine nicht habe als Schmusetiere, Streicheltiere oder sonst irgendwas, sondern ich habe damals schon gesagt, ich arbeite darauf hin, ein wenig eine Eigenversorgung aufzubauen und die Ferkel sollen dann irgendwann dann einmal Schlacht werden. Wer das nicht hören mag, der, ja, es ist halt nur mal Landwirtschaft, das gehört dazu. Und ich sage ganz ehrlich, ja, mir ist es schwer gefallen, Satz im Schlachter zu fahren. Ich habe es jetzt, also am 19. März waren es 2 Jahre. Das sind sie am 19. März 2020 geboren. Die waren jetzt 2 Jahre hier bei mir. Die rotbunten Husumer wachsen langsam oder nicht so schnell. Meine haben sowieso ein wenig mehr Bewegung. Grüß dich, Diggi. Ja. Die wohnen ja viel Hausen, haben gewühlt. Man sieht ja, ich habe da ein wenig mit Baggergrat gezogen. Die Platten habe ich gestern reingelegt, dass ich mit dem Hänger reingekommen bin. Ja, wie gesagt, ich habe die Schweine gehabt und ich habe gewusst, wie sie aufwachsen. Ich habe gewusst, was sie fressen. Ich habe gewusst, wie sie leben, was sie an Medikamente brauchen. Und ich sage auch mal so, die haben ein gutes Leben gehabt. Also schlecht gelebt haben sie, denke ich, nicht. Ich will weg von dem ganzen Zeug, was quasi irgendwo, ja, in Anführungsstrichen industriell hergestellt wird. Stimmt ja nicht, das sind alle landwirtschaftliche Betriebe, aber es ist halt, und da an dieser Stelle an einen guten Freund jetzt nicht böse gemahnt, gell? Ich weiß, du arbeitest in so einem Betrieb, du magst da Lohndienstleistungen. Ja, an dieser Stelle sei gesagt, ich bin halt wegen, ich wollte vor dem System weg. Quasi Fremdfleisch haben, wo ich nicht weiß, wie sie aufgewachsen sind, oder Schweine, die halt nicht draußen waren. Ich wollte Schweine, die auch mal raus können, die auch mal einen Winter sehen, die auch mal einen Sommer sehen, die auch mal große Hitze haben, die auch mal eine Suhle haben, wo sie auch drinnen liegen können. Das war das ganze Ziel. Und es war immer das ganze Ziel, dass die dann irgendwann einmal geschlachtet werden. Wie gesagt, das war heute soweit. Heute früh verladen. Ich habe gestern den Hänger reingefahren, dort aufgestellt. Klappen runtergeklappt, dass die Klappen genau unten an der Tür dran war, dass ich sie halt noch raufklappen konnte wieder. Ich habe die Grusa-Paletten da, die ja eigentlich Einwegpaletten auf der Unterseite stehen gehabt, die Glana-Paletten da auf der oberen Seite an der Tür mit ihr alten Hegen da eingehängt. Am Wogen sind so Ösen dran, das zeige ich euch. Und ja, ich habe die Schweine dann mit Futter auf den Wogen draufgelockt. Das Problem ist auch wegen die Oma, die ist Anhängefahren gewöhnt, die liebt Anhängefahren, weil die ist früher immer beim Eber auf der Weide gewesen, beim Vorbesitzer, und ist zum Abfergeln dann in einen Stall gekommen. Also die hat Hänger gekannt und die war natürlich gleich auf dem Hänger drauf. Ich habe gestern schon mal einen Probelauf gemacht, sie war drauf, die Feigl natürlich etwas skeptisch und nur wegen der Nebel geschaut, so wie, ja, ist aber irgendwie jetzt nicht ganz geheuer. Irgendwann gestern haben sie es dann doch einmal geschafft, sind drauf. Und dann habe ich gedacht, okay, sie wollen jetzt zumindest schon mal drauf. Sie wissen, da gibt es auch Futter. Probier's dein Glück, entweder es klappt dann halt oder es klappt halt nicht. Naja, und dann bin ich heute früh ganz normal, wie ich jeden Tag unter der Woche runtergehe, um 5:30 raus. Habe ein Futter mitgebracht gehabt, habe hinten dem Feigelchen ein wenig was gegeben. Habe die Tür da aufgemacht, habe das alles vorbereitet und Wogen aufgeklappt. Ein wenig Licht von einem Wogen rein, also so eine Strahle um reingehängt. Und ja, dann haben wir ein Futter reingeschmissen. Ja, wie zu erwarten, die Oma natürlich die erste gewesen, die im Hänger drin war.
Hat aber nicht lange gedauert, dann ist die dunkle Sau auch mit rein. Ja, das Ganze hat sich jetzt dann circa, ich war circa 8 Stunden drüber gekommen, so wie ich gebraucht habe. Bis ich dann die richtigen zwei drauf gehabt habe, bis dann doch einmal der Eber mit drauf ist und die Uma nicht mehr drauf war, dass ich die Uma extra spannen konnte. War ein wenig, ja, ich sag einmal ein wenig ein Hin und Her, aber möglichst stressfrei, möglichst ruhig, möglichst mit viel Futter, ist mir scheißegal, was du anderen denken, von wegen Schweine nicht mehr füttern, wenn sie jetzt im Schlachte gehen oder sonst was. Das System hat funktioniert, die sind drauf. Ich bin zufrieden, so wie sie drauf sind, die waren ruhig, waren nicht gestresst. Und ja, wie sie dann auf dem Hänger drauf waren, Klappen zu. Dann habe ich Strahler ausgemacht, dann habe ich den Krame geholt, den habe ich gestern schon rausgestellt, bin mit dem Krame reingefahren. Ihr seht, da ist die Platten durchgebrochen, die Platten sind versunken. Ich habe einen Grund, warum ich nicht mit dem Krame gestern schon reingefahren bin. Der Bulldog hat ein wenig Gewicht, wir hocken aber 1,8 Tonner und ich wollte mich nicht da reinstellen, weil dann wäre vielleicht unter Umständen heute früh einen halben Meter tiefer gewesen oder so. Deswegen sicherheitshalber den Wogen einzeln rein, die Schweine halt früh verladen und dann mit dem Bulldog noch an den Wogen angehängt. Das Ganze hat funktioniert, das Ganze ist gegangen. Ich bin dann in den Schlachthof reingefahren, da haben wir es auch entladen, auch schön ruhig. Und ja, ich glaube so bis 8 Uhr rum oder was haben sie auch geschlacht. Also das heißt, die sind nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Schade ist jetzt, ich habe kein Videomaterial mehr von ihnen. Ihr kennt es auch, ihr wisst, was es für Schweine waren. Wenn nicht, müsst ihr halt einmal ein wenig in die Videos zoomen. Ich sage, es war eine schöne Zeit mit ihnen. Es ist mir, wie gesagt, auch nicht leicht gefallen. Also ich habe mir selber auch nicht leicht gemacht. Mir ist es auch schwer gefallen, so, ja, jetzt zum Metzger zu fahren, weil ich sie halt, wie gesagt, von klar auf gekannt habe. Aber anders gesagt, ja, ich kenne sie seit klar auf. Ich weiß, was sie in der Zeit gefressen haben. Was ist denn da passiert? Und ich denke, das wurde es richtig, ja. Ja, wie gesagt, können mich jetzt da manche Leute für steinigen. Eigentlich muss ich mich an der Stelle überhaupt nicht rechtfertigen, weil das ist meine Entscheidung. Und wie gesagt, meiner Schweine haben es ja gut gehabt. Die waren ja immerhin 2 Jahre alt und nicht nur 6 Monate oder 1 Jahr. Also die haben ja doch einiges erlebt. Die haben Winter gehabt, die haben Schnee gekannt, die haben... Ja, das letzte Jahr einen Haufen Trägwetter gekannt, deswegen schaut es ja doch so aus, wie es ausschaut. Ja, nee, das hat gepasst. Und wie gesagt, jetzt ist die Uma ja da gewesen und ich habe jetzt dann entschieden, setzen wir ohne Uma und das Feigelchen zusammen. Schauen wir mal, ob das gut geht. Er freut sich bestimmt, wenn er nicht mehr allein seine Box hockt. Sie freut sich bestimmt auch, wenn sie nicht ganz allein hockt. Ja, schauen wir einfach mal. Ja, und das Fleisch, das es dann gibt, das denke ich, wird es dann auch mal in einem Video zu sehen geben. Da werden wir dann nochmal ein wenig waschen oder was. Und Schnitzel und Rippla und ja, vielleicht auch mal ein wenig in Gläser oder was selber machen. Ja, mal gucken, ein wenig noch Rezepte oder so. Aber das wird klappen. Genau. Wie gesagt, ich zeige euch dann noch den Wogen. Aber definitiv heute noch. Ja, das letzte, was ich da auf dem Video gesprochen gehabt habe, also das direkt jetzt da davor, ist mittlerweile über 2 Wochen her. Ja, eigentlich haben sie schon gewundert haben, was war denn in der Zeit los. Der wollte doch das Viehwächerlein jetzt da noch zeigen, sagte in dem Video. Und dann, ja, man hört und hört und hört nichts mehr von dem. Ja, mich hat es voll mit der Grippe erwischt. Nicht schön, nein, kein Corona-Grippe. Und ja, mich hat es die letzten... 2 Wochen gut gebeutelt. Kreislaufprobleme, Husterei, laufender Nasen, total verschleimt. Beim Husten immer Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Gliederschmerzen. Halt das voller Programm, wusst bei einer Grippenhust. Ja, was willst du da machen? Es ist halt wie es ist. Jetzt sind mittlerweile über 2 Wochen rum. Ich habe immer noch ein wenig Husterei. Vor allem früh, wenn ich aufstehe. Ich bin immer noch verschleimt, die Nasen läuft immer noch ein wenig. Es ist einfach so. Mit dem Kreislauf habe ich auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten, aber es ist deutlich besser wie vorher. Ja, wir haben ja mittlerweile Ostern. Also heute ist ja Ostersonntag. Und das Video, das letzte, was ich da drauf gesprochen habe, war glaube ich am 30. oder 31. März. Also es ist
eine ganze Zeit her. Ja, und ich wollte euch das Viehwächerler zeigen. Das mache ich jetzt auf diesem Wege noch und dann machen wir Feierabend für das Video. Weil es gibt eigentlich schon wieder lauter neue Sachen zu erzählen, aber da ist nicht wirklich viel passiert, weil ich, wie gesagt, krank war. Also ich selber habe nichts gemacht, außer gerade noch meinen Stall, soweit wie es gegangen ist. Da habe ich für den Stall, wo ich nochmal eine Stunde oder eineinhalb bis zwei Stunden brauche, habe ich jetzt 3 bis 4 Stunden gebraucht, bis er fertig war. Naja, ist halt so. Aber zum Viehwächerler, da steht es. Ja, mittlerweile da unten. Er ist soweit fertig. Er hat Stützen hinten, dass er nicht nach hinten umfällt, wenn von einem Bulldog dran hängt und die Klappen unten sind, Schwein aufläuft. Es sind Stützen hinten. Stützrädler vorne, dass man da verschieben kann und nicht immer aufheben muss. Er hat oben drauf einen Planer in Lichtgrau gerichtet. Ja, die ist nicht schön drauf gemacht, aber das ist halt einfach so. Die habe ich mir im Internet bestellt. Ich hätte mal eine Schnauze richtig machen lassen können. Dann wäre es in die Ecken da sauber eingeschnitten und hätte übergelappt oder was. Und dann hätten wir das alles durch. Aber so wie es jetzt ist, das geht. Das Ganze ist mit Expander. Also ich kann es auch abnehmen. Ich muss bloß da aushängen. Dann kann ich es auch runterklappen. Und dann komme ich da rein. Die ist abgedeckt. Da hinten hängt der Treibbrett dran. Das ist mit einfach ein paar so Spanngürtel fest. Hat den Vorteil, ich habe es da, wo ich es brauche, nämlich am Anhänger. Von einer Kabelsteckdose oder Stecker. Da hinten ist ein Treibpaddel. Hängt auch am Wagen. Ja, einfach damit es da ist, wo es nachgehört. Der hat ein paar neue Reifen gekriegt. Die sind drauf. Funktioniert. Ja, das Grundgestell ist rostig, wie man sieht, aber das ist halt einfach so. Das juckt nicht. Der ist stabil, der hält was aus. Innerhalb habe ich ja Siebdruckplatten als Buden rein. Die Scharniere habe ich einmal alle abgefährt. Hinten habe ich das Kennzeichen, Folgekennzeichen vom Krame gekriegt, weil das habe ich noch rumliegen gehabt. Auch hinten ist die Planer eingehängt. Die kann ich einfach aushängen. Einfach da rausziehen. Und dann kann ich es auch raufklappen und dann kann ich aufmachen. Geht jetzt mit einer Hände ein wenig beschissen. Ist aber eigentlich wurscht. Man kann sich es ja vorstellen. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding. Damit habe ich die Schweine in einen Schlachthof gefahren. Ja, das hat sich gelohnt. 2 Schweine. Ja, die hätten schwerer sein können, die hätten größer sein können. Durchaus. Was haben sie auch gehabt? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wenn es netto 80 Kilo. Ja, sowas in den Dreh. Aber das ist wurscht. Recht mager waren sie. Also nicht viel Fett dran. Das liegt vielleicht auch mal an der Fütterung bei mir, weil sie halt viel Gemüse haben und Gras und Silo und ja, Schrot ist eher wenig. Andere hätten mehr Schrot füttern. Für mich ist das aber in Ordnung für die Fütterung. Wenn sie auch nicht so fett sind, ist es auch in Ordnung. Außerdem sind sie rotbunte Husame, die sind sowieso nicht ganz so fettig. Wenn ich ein fettiges Fleisch wolle, hätte ich Wollschweine. Nö, das hat soweit gepasst. Ja, die sind grob zerlegt worden. Ja. Schon fast ein wenig mehr wie grob zerlegt. Und das Wochenende hat es mehr oder minder das erste Mal, was davor ging. Schweinerücken gehabt. Beziehungsweise, ja, Kotelett. Die hat es gegeben. Die in der WhatsApp-Gruppe drin, die haben die Bilder gesehen. Und heute hat es dann vor die Kotelette, das ist gut ausgelöst worden aus dem Knochen, hat es dann noch ein geschnetzeltes gegeben. Mit der restlichen Zwiebelsauce haben wir Rahmsauce gemacht, Erbsenbrei dazu und das Kotelett gut klar geschnitten. Bombastisch gut. Sehr zu empfehlen. Ja, hat es auf jeden Fall gegeben. Kupffleisch, Kronfleisch, Pfuden. Oh, was wurde noch ein wenig? Das ist auf jeden Fall die Nierenleber und das zeigt, das ist Ruden und weißen Presser geworden. Hat mir der Nachbar gemacht. Der tut nämlich auch ein wenig Metzgern. Ja, das haben wir verarbeitet. Das sind auch gute Sachen. Wir haben uns das dann geteilt. Er hat sein Equipment zur Verfügung gestellt und das Gas und die Dosen und das Zeug. Und ja, ich habe das Fleisch gehabt und dann haben wir quasi halbe gemacht. Hat schön gepasst. Ich habe nichts zahlen müssen. Dafür ein Dankeschön. Er hat sich gefreut, weil er ein wenig Fleisch gerichtet hat.
Die mögen Press auch ganz gern. Hat gepasst. Wäre sowieso für mich ehrlich gesagt ein wenig viel gewesen. Das waren 21 Dosen weiße Pressock und 14 Dosen Ruderpressock. Das wäre für mich ein wenig arg viel, weil ich bin der Familie nämlich der Einzige, der das ist. Und so habe ich jetzt 7 Dosen Ruden. Und von den 21 Dosen, die eine war nicht ganz voll, die habe ich gekriegt. Ja, also 11. Das langt. Das langt, da habe ich einiges zu essen. Und der ist auch sehr gut geworden. Genau. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so der aktuelle Stand. Wie gesagt, ich bin immer noch nicht ganz fit gesundheitlich. Es ist in der Zwischenzeit jetzt passiert, der Apfelacker ist gefräst. Das habe ich am Freitag, glaube ich. Na, Samstag. Gestern. Gemacht. Ne, Freitag. Ja, Freitag schnell gemacht. Dabei habe ich mir wahrscheinlich einen Fresser auf meinen 15er gefahren. Oder zumindest ein Klemmer. Ja, aber dazu mehr im nächsten Video. Ja, passiert halt. Wenn man den glänzenden Bulldog nimmt für die schwersten Arbeiten, ist das halt ein wenig ungünstig. Nee, wie gesagt, dazu gibt es dann im nächsten Video mehr. Für dieses Video ist jetzt Schluss. Ich wünsche euch jetzt noch schöne Ostern. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dann. Servus.